Das ist ein ganz heißes Eisen, immer dann, wenn irgendwo Pflicht vorne ansteht, eine eben solche, soll aber jetzt kommen in Bezug auf was? Genau, und zwar ab Jänner, das haben wir soeben erfahren, soll es eine Testpflicht in Österreich geben, das heißt verpflichtende Corona-Tests. Wir haben das morgen in der Tageszeitung Österreich, der Bundeskanzler sagt das in einem Interview, das ich heute mit ihm geführt habe, an. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, er stellt sich vor, dass es für bestimmte Berufsgruppen, das sollen Lehrer sein, das sollen körpernahe Dienstleister sein, das sollen auch Handelsangestellte sein, für die soll es alle 2 Wochen einen verpflichtenden Corona-Test geben, so wie wir jetzt ja diese Massentests haben. Das Ganze soll schon am 8., 9., 10. Jänner starten und dann, wie gesagt, alle 2 Wochen müssen alle, die in Berufen sind, wo sie engen Kundenkontakt haben, Polizisten wahrscheinlich auch, alle 2 Wochen eben so einen verpflichtenden Corona-Massentest machen. Jetzt kann ich mir vorstellen, Polizisten, Angestellte des Innenministeriums, da kann man das vielleicht noch ganz gut organisieren und kontrollieren, aber körpernahe Dienstleister, Friseure, da gibt es auf manchen Straßen 10 Geschäfte reihum aneinander gestückelt. Wie will man denn das organisatorisch überhaupt auf die Beine stellen, wenn selbst jetzt die Massentests schon ein, ja, sagen wir mal, doch eine große Herausforderung waren. Also organisatorisch wird es genau wie diese Massentests ablaufen. Es wird diese Teststraßen geben, wo die dann hingehen an gewissen Terminen. Wie gesagt, erster Termin ist 8., 9., 10. Jänner. Dort kann man sich dann testen lassen, dort muss man sich dann testen lassen. Bisschen offen ist noch, was passiert, wenn man sich nicht testen lässt. Wahrscheinlich wird man einfach nicht arbeiten gehen dürfen. Das heißt, wenn ich als Friseur beispielsweise mich nicht testen lasse, dann darf ich, wenn ich Angestellter bin, nicht im Salon arbeiten. Und wenn ich Unternehmer bin, darf ich mein Friseurgeschäft gar nicht erst aufsperren. Also das nehme ich an oder so hört man, das soll die Sanktion sein. Und ein zweiter sehr spannender Ansatz, der derzeit regierungsintern diskutiert wird, wie ich höre, ist, dass man auch Anreize schaffen will für die Massen, damit sich da jetzt auch mehr testen lassen. Das ist ein bisschen unter den Erwartungen momentan, wobei man sagen muss, viele Bundesländer sind ja jetzt erst gestartet, wie beispielsweise die Steiermark oder Salzburg. Also abgerechnet wird am Schluss, aber es schaut so aus, als maximal ein Viertel sich testen lassen geht. Und da will man im nächsten Jahr ein sogenanntes Anreizsystem. Das könnten Gutscheine sein, à la Schnitzelgutschein, wie wir ihn in Wien hatten für die Gastronomie. Das könnte aber auch, was wahrscheinlicher ist, ein monetäres Anreizsystem sein. Das heißt, dass man wirklich Cash bekommt dafür, dass man sich testen geht. Bekommt man dann auch Bargeld pro Test, den man macht, bekommt man was. Spannende Angelegenheit. Noch einmal ganz kurz auch vielleicht zu diesen verpflichtenden Testungen. Das muss ja dann auch irgendjemand kontrollieren, ob tatsächlich alle die, die in diesen jeweiligen Berufsgruppen arbeiten, getestet sind. Wer wird das machen? Wird das die Polizei machen? Wird die Polizei, das Marktamt oder wer auch immer sonst? Ich gehe davon aus, dass es die Polizei und die Gesundheitsbehörden sein werden, wie es ja auch jetzt schon der Fall ist und dass das sehr streng kontrolliert wird und dass man dann wahrscheinlich bei solchen Kontrollen in den Unternehmen dann auch sein Testergebnis vorweisen muss. Das heißt eben beispielsweise eine Kontrolle in einem Friseursalon und dann muss man sein negatives Testergebnis auch zeigen. Also das ist schon, muss man sagen, bahnbrechend, wenn das wirklich kommt. Es wird natürlich auch für Aufregung sorgen beim einen oder anderen, aber ich glaube, jetzt rein objektiv betrachtet, ist das durchaus sinnvoll, dass in diesen Berufen, wo es wirklich Körpernähe gibt, wo es engen Kundenkontakt gibt, es eben diese Testpflicht gibt. Das macht das Ganze sicherer und das Ganze soll ja wahrscheinlich dann bis ins Frühjahr hinein laufen. Alle 2 Wochen, wie gesagt, solche Tests. Also das ist natürlich ein enormer Aufwand, wird auch relativ teuer werden. Also bis ein breiter Teil der Bevölkerung geimpft ist, bis dahin soll es diese Testpflicht geben. Das heißt, bleibt die Testinfrastruktur, die wir jetzt von den Massentests kennen, aufrecht? Werden die Menschen zum Test gehen oder soll der Test zum Menschen kommen? Nein, so wie ich das verstanden habe, dürfte diese Infrastruktur aufrecht bleiben und es soll wieder in diesen Teststraßen eben getestet werden, so wie wir es jetzt eben aktuell in ganz Österreich haben. Und vielleicht auch da noch einmal der Aufruf an alle, wenn sie sich bisher noch nicht testen waren, in Wien und Niederösterreich geht das beispielsweise noch bis morgen, in vielen anderen Bundesländern wieder Steiermark, aber auch Salzburg, da hat das überhaupt erst begonnen. Da können Sie sich jetzt die ganze Woche noch testen lassen. Es ist gratis, wie gesagt, kostet nichts und tut niemand weh. Genau, also ein bisschen ein Zicken vielleicht in der Nase, aber ist sicher höchst sinnvoll, das vor Weihnachten zu tun. Das ÖVP-geführte Tirol hat angekündigt, man wird die
Testmöglichkeit auch abseits der Massentests weiter aufrechterhalten, kostenlos und dauerhaft bis ins Jahr 2021 mit Beginn ab dem 19. Dezember. Voraussetzung ist eine Online-Anmeldung. Linz denkt darüber nach, Ähnliches zu tun, also quasi kostenlos für alle, die das brauchen, zu jeder Zeit. Ich gehe davon aus, nachdem der Bundeskanzler jetzt heute angekündigt hat, dass er am 8., 9., 10. mit der zweiten Runde beginnen wird, dass da einige Bundesländer jetzt dem Tiroler Beispiel folgen werden und ihre Testinfrastruktur da jetzt über die Weihnachtsfeiertage aufrechterhalten, weil alles andere wäre, muss man sagen, ja vielleicht auch nicht sehr sinnvoll, da macht man für 2 Wochen zu, dann sperrt man wieder auf. Gerade in den Weihnachtsfeiertagen haben die Leute vielleicht Zeit, sich auch testen zu gehen. Also es wäre sicher sinnvoll, wenn dann die Bundesländer oder einige Bundesländer dem Tiroler Vorbild folgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Wien da jetzt eines der nächsten Bundesländer sein wird. Der Gesundheitsstatut Peter Hacke ist ja ein großer Verfechter auch von Testen, 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 wie er immer wieder sagt. Also ich glaube schon, dass die Tiroler da heute mit diesem Vorpreschen durchaus jetzt einmal einen Trend für Österreich gesetzt haben. Wien hat ja das ja mit diesen mobilen Testordinationen schon im Angebot oder in Wirklichkeit. Wien hat ja eigentlich schon diese Testboxen, diese Schnupfenboxen. Das heißt, da kann man sich ja schon gratis testen lassen. Ja, das wird spannend, ob es vielleicht in die Richtung auch geht, dass man vielleicht weg irgendwann vom Massentest hin zu dauerhaft verfügbaren Testmöglichkeiten bei Bedarfsfall vielleicht umschwenkt. Vielleicht kann man so ein bisschen auch die Motivation bei den Menschen fördern, sich im Bedarfsfall eben zu testen. Ich glaube, die Hauptmotivation, und das hat die Regierung wahrscheinlich schon richtig überrissen, das ist einfach Geld. Ja, das ist halt so. Und ich glaube, wenn man wirklich Geld zahlt dafür, dass man sich testen gehen lässt, also als Anreiz, dann werden sich plötzlich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen testen lassen. Gibt es da schon einen Betrag, der da schwer ist? Es kursiert so ein mittlerer, zweistelliger Betrag ja, pro Test, also schon okay, ja, wenn man sich dann ein paar Mal testen lässt. Man kann dann hauptberuflich testen gehen. Ja, hauptberuflich wahrscheinlich nicht, aber zumindest ist ein bisschen ein Zusatzeinkommen. Ja. Ja, 50 Euro bei jedem Test, ich glaube, da wären die Teststraßen voll.